So, bin wieder da, Leute. Ja, ich habe mich dazu entschieden, dass ich die Antwort ja nehme, dass wir S-Bahn vertrauen können. Und ja, ich denke mal, dass er sich verändert hat, dass er jetzt zu einem guten Mensch geworden ist und dass es ihm, glaube ich, auch mal langt, zweimal im Gefängnis zu sein. Und ja, und deshalb denke ich mal, dass wir Esteban vertrauen können. Also ja. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ja, das hoffe ich auch. Okay. Emma. Gut. Also, wo ist der Schlüssel? Hier. Danke, dass du mir Vertrauen entgegengebracht hast. Das bestärkt mich im Glauben, dass sich Aufrichtigkeit auszahlt. Ich gebe zu, dass es schwer zu glauben war. Ich bitte euch, Flora, nichts davon zu erzählen. Ich werde jetzt fortgehen und mein Leben ordnen. Ja, das hoffe ich auch. Na dann, viel Glück. Okay. Raphael? Wir treffen uns bei mir. Okay, bis gleich. Okay, jetzt können wir also zu Raphael gehen. Achtet gut auf Flora. Ja, das machen wir natürlich. Gut. Verschwinden wir. Wir beamen uns hin. Ich habe nämlich keine Lust hinzureiten. Ob das Date von Claudette und Herr Grial schon vorbei ist? Die hatten bestimmt einen schönen Abend. Bestimmt. Vielleicht läuft da ja was. So, jetzt sind wir bei Raphael. Glaubst du, dass das der Schlüssel zum Tresor ist? Ja, das hoffe ich doch mal. Das erfahren wir nur, wenn wir es ausprobieren. Der Tresor steht auf dem Couchtisch. Ja. Dann probieren wir es doch mal aus. Gut, benutzen wir den Schlüssel. Der Schlüssel passt. Ja, was für ein Glück. Ich hätte nie geglaubt, dass wir ihm vertrauen können. Was ist drin? Na sowas. Ein altes, geflicktes Stofftier. Ach, da ist das Stofftier. Was sollen wir denn damit anstellen? Es kuscheln. Ich habe alle Nähte untersucht. Es verbirgt sich nichts in dem Stofftier. Ja, Raphael, ich sehe ja, wie du die ganzen Nähte da untersucht hast, wenn du die ganze Zeit nur neben der Zapfsäule da hängst. Ein weiteres ungelöstes Rätsel. Für heute gebe ich auf. Lass uns später darum kümmern. Du hast recht. Ich bin müde. Ich leg mich schlafen. Ich auch. Okay, Kapitel abgeschlossen. Kapitel 14 Begegnung. Datum des nächsten Kapitels Donnerstag. Hä? War das letzte Kapitel nicht Kapitel 12? Haben wir Kapitel 13 übersprungen? Ich bin jetzt so ein bisschen verwirrt. Kann aber auch sein, dass ich mich jetzt irre und ich totalen Quatsch erzähle. Aber naja, egal. Okay. Ja, dann bis zum nächsten Kapitel. Ciao, ciao. Ich habe ein verdammt schlechtes Gefühl. Die Ruhe auf dem Hof ist nicht normal. Seit Tagen lässt uns der Bürgermeister schalten und walten, so als ob Marie nie verschwunden wäre. Das kann doch nicht von Dauer sein. Emma, beeil dich! Komm so schnell wie möglich zum Gestüt! Was ist geschehen?
Der Bürgermeister, er ist hier. Seinem Gesicht nachzuurteilen, will er uns keine Blumen schenken. Oh nein, das ist nicht wahr. Okay, ich komme. Okay, wir müssen schnell zu Raphael eilen. Ja, und das neue Kapitel hat begonnen. Kapitel 15, wenn ich mich nicht irre. Warum rennt Emma nicht? So. Karte. Oh nein. Wir haben zwar keinen Zeitdruck, aber wir müssen uns trotzdem irgendwie... Aber wir können trotzdem uns nicht hinbeamen. So, das wollte ich sagen. Ja, an den Opis vorbei. Und da hinten im Café sitzt auch Estelle, keine Ahnung. Von der ich jetzt auch endlich weiß, dass sie mit uns sprechen kann. Oh Gott, Emma hat noch das gleiche Outfit an. Ah, jetzt habe ich halt vergessen, sie neu einzukleiden. Naja, egal. Läufst du halt jetzt mal in den gleichen stinkigen Klamotten an. Oh Mann, ich kann schon wieder nicht Deutsch sprechen. Ich bin heute so neben am Schuss. Ja, achso, oh, Gustav ist krank. Naja, egal. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Zeit dazu und auch keine Lust, Gustav zu pflegen. Ja. Da lang. Schade, dass man hier in diese Häuser nicht rein kann. Hätte mich auch mal interessiert, wie es da drin so aussieht. Oh Mann, Nene. Emma, warum hältst du hier an? Wieder so ein blöder Grafikfehler. Und packen wir es? Nein, wir packen es nicht. Aber jetzt. Hey, hast du das Fenster etwa immer noch nicht repariert? Nein, aber das wird uns noch nützen. Wart's ab. Was will er diesmal? Psst, sei still und hör zu. Diesmal ist das Ergebnis der Untersuchung hochoffiziell. Ihre Marie ist verwaltungstechnisch betrachtet tot. Somit steht das Vorkaufsrecht im Gemeinderat zu und Sie können nichts dagegen unternehmen. Wie viel Zeit bleibt uns bis zum Verkauf? Ach, grob geschätzt noch ein paar Tage. Diese Angelegenheit zieht sich schon zu lange hin. Sie übergeben mir die Schlüssel am Tag Ihrer Abreise. Aber warum lassen Sie uns denn hier nicht weiter arbeiten? Der Hof könnte Ihnen gehören und wir würden ihn erfolgreich führen. Ach, an gutem Willen mangelt es Ihnen nicht. Das gefällt mir. Aber sehen Sie, ich habe Großes mit diesem Ort vor. Projekte von gewaltigen Ausmaßen. Eine armselige Pferdezucht kann unserer Gemeinde nicht den nötigen Glanz verleihen. Aber die Kinder aus der Gegend kommen gerne her. Und außerdem haben wir Wettkämpfe gewonnen. Arme Kleine. Das sind doch nur Peanuts im Vergleich zu meinem Projekt. Was für ein Projekt?
Sobald ich den Hof in Besitz genommen habe, verpachte ich den Grund an einen reichen Unternehmer, der hier eine große Anlage errichten will. Denken Sie nur an den Glanz, der dadurch auf die Gemeinde abstrahlt. Das Dorf wird wachsen und neue Familien nach Beleu locken. Ich denke eher an das Geld, das Sie dafür erhalten. Ihre Anschuldigungen beeindrucken mich wenig, meine liebe Flora. Sie hatten Ihren Spaß hier. Jetzt wird es Zeit, die Koffer zu packen. Nicht solange der Verkauf nicht offiziell ist. Nun gut. Aber das wird nicht lange auf sich warten lassen. Ich rate Ihnen, in diesem Saustall schon mal ein bisschen Ordnung zu schaffen. Das erspart mir Zeit. Verschwinden Sie, hauen Sie ab! Ich kann Ihre Überheblichkeit und Arroganz nicht mehr ertragen. Regen Sie sich ab. Sie müssen sie nicht mehr lange ertragen. Bis bald, gnädige Frau. Boah, wie krass. Ist jetzt Marie wirklich tot? Keine Ahnung. Was ist mit Raphael? Raphael, was sollen wir jetzt machen? Offen gestanden, ich weiß es nicht. Wir sitzen in der Tinte. Dann ist also alles verloren? Das Gestüt wird zum Bauland erklärt? Was wird da nur aus den Pferden? Die werden den Chinesen übergeben und die essen die dann. Die Gesunden werden verkauft. Schlimmer wird's für jene, die hier ihr Gnadenbrot bekommen. Die sind unverkäuflich. Verstehst du, was ich meine? Mal nicht den Teufel an die Wand, Raphael. Wir müssen etwas unternehmen. Fassen wir erst einmal zusammen, was wir bisher herausgefunden haben. Vielleicht bringt uns das ja auf neue Ideen. Haben wir Maries Tagebuch? Ja. Haben wir Maries Tresor? Ja. Und? Konnten wir ihn öffnen? Nein, ja doch. In Maries Tresor haben wir ein Stofftier gefunden, haben aber keine Ahnung, wozu es gut ist. Es soll uns bestimmt auf eine Spur führen. Aber auf welche nur? Dieser Hinweis richtet sich an den geheimnisvollen Erben. Nur er wird die Anspielung verstehen. Leider haben wir den Hinweis gefunden, nicht er. Was können wir also tun? Tja, das Geheimnis des Stofftiers lüften zum Kuckuck. Okay, hast du eine Idee? Nein, aber wir sollten darüber nachdenken. Okay, fangen wir gleich damit an. Juhu, wir haben das Kapitel abgeschlossen. Das Kapitel 15, das Ende eines Traums. Datum des nächsten Kapitels ist am Montag. Okay, dann würde ich mal sagen, bis Montag. Und bis dahin, tschüss.